Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich spiele mit Darius in der Toplane ein Ranked gegen Gnar. Und ich kenne dieses Matchup relativ gut. Ihr kennt ja vielleicht mein Gameplay, in dem ich selber Gnar gespielt habe und ich habe gegen einen Darius gespielt. Und das Ding ist, der Darius war nicht der allerbeste. Ich habe ja das Rank gewonnen. Ich war ein ziemlich starker Gnar. Das heißt, don't feed a Gnar. Also ich weiß ganz genau, wenn der zwei Kills vor mir ist und der die Mechanik halbwegs gut versteht, dann wird es für mich schwer, weil er halt dieses Kiten dann perfekt machen kann, mit seinen Boomerangs mich ärgern kann und er natürlich vom Equip her weiter ist. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich als Darius gewinnen muss. Und zwar warum? Gnars Auto-Attack-Range liegt am Anfang bei 400. Mein Q hat, ich glaube, 475 oder 540 Range, irgendwas um den Dreh. Das heißt, ich kann ihn immer treffen, wenn er einen Auto-Attack setzen will und wenn der weghoppen will, weil da ist natürlich auch, da liegt ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt sein Vorteil, aber damit kann er mir entkommen. Genau wenn er springen will, muss ich mein E einsetzen. Und wenn ich mein E einsetze, siehst du, da seht ihr schon. Zack, und genau wenn ich mein E einsetze, ha, und wozu habe ich Schuhe, Bro? Wozu habe ich Schuhe, Bro? Ja, er hat Gnar gepickt. Er hat Gnar gepickt und ich war schon vorher First Pick Darius. Oh ja, er hat Respekt. Und das ist gut so. Ich habe vier Tränke, ich habe Schuhe. Und er konzentriert sich jetzt wirklich drauf, mich zu harassen. Ja! Fehler gemacht. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Und das ist genau ja dieser Punkt. Machst du einen Fehler, kann der Gegner das genau ausnutzen. Zack. Und wieder. Ich muss sie nur immer wieder treffen. Mit meinen Qs ärgern und meine Ulti. Die fetzt den sowas von weg. Ja, er wird natürlich mit dem Boomerang trotzdem farmen können. So ist das nicht. Yes! Und ein First Blood für unsere Ahri. So, ich habe immer noch drei Tränke. Ich habe Ignite, habe ich auch deshalb, weil ich einfach diesen Damage gegen diesen kleinen Squishy Champion will ich den Damage haben, um hier auf jeden Fall nochmal den ersten 1-2 Kills zu sichern. Ja, der kann gar nicht richtig. Ah, okay, mit seinem Stein. Komm schon. Hab, genau. Ja, das, die Gefahr ist jetzt definitiv, der Jungler kann hier vorbeikommen. Ja, schön. Immer wieder verpasst er ein bisschen was. Ah! Wenn ich das Q nicht treffe, dann ist es immer wieder böse. Das Q bewirkt natürlich auch, dass ich immer ein bisschen schneller bin. Ist auch sehr, sehr wichtig. Oh, hat er eigentlich auch Ignite? Der hat kein Ignite. Also jetzt habe ich gleich so den Spot, wo ich ihn, glaube ich, töten kann. Ja. Ja, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ein Trank geht noch rein. Ja, der harasst eher mich. Ja, dieser Boomerang, der hat eine verdammt kurze Abklingzeit. Es macht diesen kleinen. Nein! Nein, nein, nein. Wenn ich solche kleinen Fehler mache, dann kann ich ihn nicht töten. Das ist klar. Dann kann er mich sogar eher noch töten. Puh. Oh nein! Oh nein! Da hat er mich wirklich, weil er sich verwandelt in dieses fette Viech. Oh nein, ey. Okay. Papi muss echt aufpassen. Ich hole mir die Pickaxe. Richtig viel Damage jetzt hier am Start.
Und puh, und dafür habe ich auch noch geflasht. Und ich habe eigentlich gesehen, der verwandelt sich gleich. Aber ich habe auch gesehen, also ich habe eigentlich erwartet, dass dem vielleicht noch, dass mir die wirklich diese Sekunde länger bleibt. Oh, schön, oh, schön. Sejuani, immer wieder ein geiler Pick. Ich habe es ja endlich Wochenende gesagt. Für mich so ein kleiner Geheimtipp für den Jungle. Und mit einer der stärksten Ultis, die es so gibt im Game. So, Gnar Level 5. 11 CS! Okay, wenigstens hat das geklappt. Das heißt, dieser Kill jetzt bringt ihn gar nicht so weit nach vorne. Was hat er sich jetzt geholt? Auch Schuhe. So, ich kann ja. Ja, ich brauche jetzt erstmal meine. Oh, er hat jetzt seine Ulti. Im Schlimmsten. Da kommt Sejuani vorbei. Okay. Ich bin da, Baby. Ich bin da. Yes! Yes! Was war das für ein Grabscher? Was war das für ein Grabscher? Und. Ah! Oh oh. Oh oh. Nicht. Gib ihm nicht den Kill! Da fährt jetzt Sejuani einen Kill. Nicht Sejuani, sondern Vi. Oh yeah. Ah, und dafür sterbe ich auch. Wieso ist jetzt mein Ping so erhöht? Oh nein, einer der Bros lädt wieder hoch. Okay, ist ja kein Problem. So. Wie sieht es in der Botlane aus? Use. Ja, bla bla bla. Die Botlane diskutiert wieder. hole ich mir jetzt Schuhe? Boah, Dreierschuhe wären sexy. Rüstungsschuhe wären auch sexy. Aber ganz ehrlich, noch sexier ist hier ein bisschen Spellvamp. Nicht Spellvamp. Lifesteal. Und jetzt sieht es doch schon besser aus. Ich habe einen Support bekommen, einen Kill, bin von CS her vorne. Also Darius funktioniert wirklich gegen Gnar. Ich würde es nicht so machen, dass ich einen Gnar. Naja, doch, das kann man machen, weil der Boomerang schon nervig ist, aber man muss da echt vorsichtig sein. Also, man muss warten, dass Darius Fehler macht. Ihr habt ja gesehen, was ich auch meine. Also, wenn ich diesen Grab nicht treffe oder meinen Q nicht treffe, das sind so die Fehler, die ich meine. Ey, wieso? Wieso kommt bei mir gerade alles hier so verzögert? Alter, der Ping, der nervt. Ja, nervt. Ja, was soll man machen, wenn man in einer YouTuber-WG wohnt? Ja, dafür habe ich auch ein bisschen Lifesteal, mein Freund. So, Gnar natürlich als Big Gnar mega viele Leben. Puh, das ist Wahnsinn. So, in 20 Sekunden habe ich meine Ulti wieder. Und da versuche ich gleich auch was dann zu machen. Hier ist er völlig out of position. Und pass auf, pass auf, pass auf. Bob. Wie ist denn der gehoppelt, der Kleine? Oh yeah. Geiler Job von Sejuani auf jeden Fall. Aber auch gleich hier mit der Ulti. Ulti und Permafrost. Diese Kombination macht Sejuani so verdammt böse. Oh. Okay, also die einzige Lane, die verliert, ist die Botlane. Das ist aber in Ordnung, weil Jungle, Toplane und Mitte gewinnen. Also wenn eine Lane verliert, ist es echt immer in Ordnung. Sobald eine zweite verliert oder die Gegner später sich besser groupen, besser im Team zusammenspielen, dann wird es natürlich auch schwierig. So, Schuhe mit Rüstung. Ich hole mir jetzt einfach mal die Dreier-Boots. Nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Am besten wären hier Magieresistenzschuhe und dass ich auch nicht so lange CC't werde. Das ist auch eigentlich gegen Gnar ganz gut. Vision Ward auch noch. Und jetzt fangen die an zu roamen hier. Die Morgana ist in der Mitte. Die Botlane hat total verloren, wie es aussieht. Oder viel. Ne, das geht noch. Das geht noch. Und natürlich ist auch geil, dass Varus auch eine fantastische Ulti hat. Mit dem ganzen CC. Also, wir haben hier Ari. Ey, wir haben jeder Champ von uns hat CC. Wow. Also, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung später für Teamfights auch. So, ich habe jetzt auch meine Ulti. Yes. Und Waves werden sehr, sehr schnell geklärt. Ah, er trifft mich echt noch so im Zurückflug. Was soll das? Oh Mann, Big Gnar, da ist er gleich.
Da muss ich jetzt aufpassen. Diesmal fight ich... So ein bisschen... Oh ja, jetzt verwandelt er sich. Mal gucken, wie weit er engage. Springt er? Nein, das tut er nicht. Das ist für mich vielleicht nicht schlecht, so. So, das sieht doch gut aus. Gleich ist er wieder der Kleine. Ah. Okay, jetzt ist er wieder der Kleine. Und jetzt meine Chance. Oh, dieser Slow, dieser hässliche Slow. Ja. Genau, ist einfach so verdammt squishy. So verdammt squishy. Ah, please. Alter, wie schnell ich den zerfetze. Und so wie es aussieht, unser Team hat 4 CC. Wir können also wunderbar engagen. Und wenn ich dann natürlich auch so einen Grabscher von Darius draufkriege und dann mit der Ulti. Also sobald du mit der Ulti 2 Champions killen kannst, hast du deine Aufgabe als Darius absolut erfüllt. Und dann müsste auch eigentlich so ein Teamfight gewonnen sein. Aber wir haben ein mega, mega klasse Team. Und die Botlane sogar. Varus hat 2 Kills. Hey. Aber wieso steht es 9 zu 5? Das wundert mich noch ein bisschen. So, ich werde jetzt auch auf jeden Fall nach Hydras werde ich... Ich hätte sogar 1000 Money. Das gönne ich mir sogar, weil ich nicht weiß, wie schnell wir jetzt in irgendwelche Teamfights geraten. Und da will ich ein bisschen Tankiness haben. Ich sag ja, 2 Champions muss man mit der Ulti finishen. Dann ist die Aufgabe von Darius erfüllt, weil er halt auch mit seinen restlichen Fähigkeiten, oder besser gesagt mit seinem Q, einen schönen AOE hat. Das heißt, ein bisschen Tankiness bringt einfach so in... Oh. Yes! Bringt einfach in so... Also es bringt einfach insofern was, als dass ich dann auch länger überlebe und es halt auch hinkriege, zweimal meine Ulti durchzuzimmern. So, der verwandelt sich wieder, der kleine Freund. Ich habe meine Ulti gerade nicht. Oh, hier ist nicht gewardet, das ist schon mal geil. Boah, diese leichten Lags gehen mir aber schon auf die Nerven. Das Gnar. Na Gnar, wo bist du? Yes, und wir haben Drake. Also es sieht jetzt... Yes! Oh oh. Ja! Ich hab's gesagt. Und das ist das Wichtigste. Wenn ihr mal mit Darius gegen einen Gnar spielt, brecht seinen Jump ab, indem ihr den Grabscher macht. Dadurch hat er keinen Double Hop. Dadurch ist er sofort an euch dran. Ihr habt's ja gesehen, das ist wie so eine Art Visual Bug dann auch. Ja, und dann hat er keine Chance mehr. Sobald er an euch dran ist, der ist 1000-mal squishier als ihr. Was hat er? Die Hälfte an CC. Er hat 1-4. Also dieser Typ ist am Arsch. Gepflegt gesagt hier. Ja, okay. Nur die Botlane halt so ein bisschen am struggeln. Wen haben die als ADC? Lucian hat Mobilität. Ja, seht ihr, jetzt hat es nicht geklappt. Und in dem Moment kann ich hier auch nichts mehr machen. Oh. Ich versuche einfach mal schnell den Red Buff zu klauen. Das bringt mir natürlich noch mal eine ganze... Ah, das wird, glaube ich, nicht klappen. Was? Wieso hatten das Ah, wahrscheinlich hatte sie da gewardet, oder? Boah, Leute, ich bin Ich bin Yes, yes, yes! Bloß nicht treffen lassen! Nicht fighten! Nicht fighten! Nicht fighten! Ah! Da darf jetzt echt keiner sterben! Nein! Einer ist tot, da darf keiner sterben!
Nur zwei sind tot? Zwei sind tot? Ah, das war leider ein Failfight. Wow! Wow! Okay, jetzt haben die Gegner aber mega was gut gemacht. Aber mega. Puh. Alter, und den Tower hier haben sie bekommen? Ah. Komm! Und dann... Ja, ich hab den klar! Ich hab den klar! Komm schon, komm schon, komm schon! Yes! Sejuanis Permafrost wird's gemacht haben. Och komm! Och komm, Baby! Grabschin. Yes, hat er? Huh, 2 zu 2. Ey, das ist jetzt doch noch spannender geworden, als ich dachte. Verdammt. Na, erstmal einen Schluck trinken. Aber deshalb mag ich auch Ignite persönlich auf Darius, weil einfach diese Blutung, die echt mächtigen Damage machen, plus Ignite dazu, das ist ein Tick. Ihr habt es gesehen, Gnawa irgendwie, der war ja 4 Sekunden lang schon weg. Ich glaube, die ticken aber auch über, ja, über 5 Sekunden. Ignite tickt selber auch über 5. Also das ist ein ewiger Tick, der richtig viel Schaden durchzimmert. Ja, und wir haben das zwar, wir haben das insgesamt immer noch in der Tasche. Wir haben mehr Objectives. Das Ding ist einfach, ich war gerade und konnte in dem Fight einfach nichts machen. Also wie gesagt, Darius, absolut, versucht immer in Teamfights eure Aufgabe. Eure Aufgabe, zwei Leute wegzuschnetzeln und dann ist der Teamfight gewonnen. Wenn dazu jetzt noch eine Sejuani kommt, die alle wunderbar CC'en kann, dann, dann haben die Gegner echt keine Chance. Und jetzt habe ich auch meine Ulti wieder. Ich komme. Oh, da komme ich. Oh, da bin ich da. Bin da, Baby. Oh ja. Ja. Da brauche ich nicht. Oh, hier geht's weiter. Verdammt. Sejuani hat keine Ulti, okay. Yes. Nein. Nein. Ich dachte, ich hab ihn. Ich hätte ihn auch, wenn er nicht sein Heal gehabt hätte. Oh, damn. Das war natürlich schön knapp hier. Oh, oh. Weg, weg, weg. Ah ja, so. Oder so. Boah. Vi knüppelt einfach viel, viel mehr gerade. Nein, und da ist der kleine Gnali noch. So, auf. Wow. Auf jeden Fall dann noch. Auf jeden Fall dann Sunfire als zweites. Also ein Damage-Item, dann Sunfire. Sunfire ist halt geil, weil die Gegner müssen an euch dran sein. Ich meine, Darius ist ja ein absoluter Nahkämpfer. Und die Gegner müssen an euch dran sein. Und in dem Moment, wo sie an euch dran sind, macht ihr halt auch noch zusätzlich Schaden. Also hier tickt einiges. Die tickende Zeitbombe. Und damit meine ich nicht sie leeren. No. Okay. Drake ist ab. Ich habe Flash. Ich habe Ignite. Also einen kann ich hier sowas von 200%ig killen. Und hopp! So, den ersten haben wir schon mal. Hallo Xerath. Never retreat. Oh. Oh, oh. Da bin ich drin, da bin ich drin. Na komm schon, BC. Komm schon, komm schon, komm schon, BC. Grabschen dir, grabschen dir. Boom. Und hier kann man sich den nächsten schnackseln. Und nice, nice. Darius ist halt der geilste KSer. Komm, komm, grabschen dir. Oh, Leute.
Nein! Und jetzt habe ich meine Ulti nicht mehr. GG. Das weiß der, kleine Furz hier. Also das ist das, was ich meine. Die Gegner spielen das teilweise echt schön runter. 20 zu 16. Wir sind immer noch weit vorne, auch wegen den Drakes und so weiter. Aber Sejuani, ich kann schon verstehen, was die jetzt meint. Guys, please ein bisschen konzentrieren. Oh. Alter. Ich bin da. Hopp! Joho! Der Darius! Auch ohne Ulti kann ich zwei wegschnackseln. Oh Mann, dieser Champion ist so geil. Und er wurde in der LCS auch zwischenzeitlich mal gespielt. Dann wurde seine Ulti genervt. Wieso auch immer, dass die nicht komplett refreshed. Dass sie jetzt halt ein 20 Sekunden Zeitfenster hat. Okay, kann man machen. Ich finde ihn aber echt nach wie vor stark. Und man darf ihn nicht nur spielen, man sollte ihn vielleicht sogar spielen, wenn man Bock auf diesen Champion hat. Der ist wirklich sehr einfach. Ich weiß noch, als Darius rauskam, haben alle gesagt, oh, Noob-Champ, Noob-Champ, Noob-Champ. Und tatsächlich ist es so, mit Darius ist die Mechanik sehr, sehr einfach. Man hat halt nicht viel Beweglichkeit, also im Grunde hat man ja keine Beweglichkeit, außer die aus der Passiven. Man kann die Gegner einfach ranziehen, dann alle seine, oh, dann alle Knöpfe. Nein! Alter! Yes! Yes! Wenigstens nehme ich noch einen mit! Stop, get caught! Ah, da haben sie sich wieder gerade erwischen lassen, hier die beiden. So, als nächstes baue ich jetzt Banshee's Veil. Wird mir genau helfen, um nicht gestunt zu werden. Damit mich da... Alter! Verdammt. Ja! Ja! Boah, dadurch kriegen die jetzt echt... Yes! Hat sich... Ja! Ja! Okay, nice. Gnar hat sein CC nicht getroffen. Da sind wir drin! Oh! Varus hat einen Tower bekommen. Das heißt, es hat sich sogar gelohnt, wenn der jetzt nicht stirbt. Und jetzt ist er tot. Und jetzt ist er tot. Boom. Oh Mann. Da kam der böse Xerath von hinten. So, ich bin hier bereit. Ich bin bereit, Leute. Yes! Yes! Boom! Und ich habe noch nicht mal meine Ulti eingesetzt, Leute. Das kommt jetzt noch. Das kommt alles noch! Oh, verdammt. Ey, Darius ist so stark durch diese Blutung, weil die auch noch eine AD-Skalierung haben. Boom! Tot. Sowas von tot! Wow! Wow! Und? Wie geil. Ui. Yes. Oder auch nicht. Boah. Yes.
Boom! Und komm! Yeah, buddy! Yeah, buddy! 12-5 Darius. Mann, das Ding ist an Darius, er ist nicht nur tanky, sondern er haut auch noch genug raus. Also eine geile Kombination an Champion, nur ihm fehlt so ein ganz kleines bisschen der Damage, aber das gleiche ich gleich aus durch ein paar Damage-Items. Also nein, der Damage fehlt ihm auch nicht, das ist falsch gesagt. Ihm fehlt einfach manchmal, wenn er CC'd wird oder wenn er ein bisschen out of position ist, der ist nicht schnell im Team drin, also er ist echt unmobil. Also er hat genug Damage, er hat genug Tankiness. So viel steht fest, er macht auch Spaß, aber er gehört zu diesen stumpferen Champions. Was aber nicht heißt, dass es keine Laune macht. Denn die Gegner zerfetzen kann man richtig geil. Und in der Lane ist er auch ein starker Bully. Er ist aber relativ leicht counterbar. Also vielleicht ist ein Gnar nicht der beste Counter. Aber Jace ist sehr stark. Ansonsten Champions auch mit Sustain sind definitiv stark. Ich habe mir auch sagen lassen, gegen eine Riven ist Darius nicht schlecht. Oh, ich kann jetzt hier ein bisschen pushen. Ist nicht schlecht. Und jetzt komme ich hier auch dazu. Oh ja, wie... Oh ja! Oh, wie ich jetzt dazu komme, Leute. Ah, meine Ulti! Okay, sie ging nicht durch. Wahnsinn. Da haben meine Mates... die gegnerische Morgana einfach schon schneller weggeschnackselt. Dead Pick. Acejuani ist echt Wahnsinn. 6-3, aber sie macht, also sie macht einen mega geilen Job. Sie hätte auch 10-3 bereits verdient. So, was macht er? Bob! Und nochmal! Schade! Und das ist das Geile. Wenn Stundenglas aktiviert ist, also wenn die Ulti von Darius nicht durchgeht, dann bekommt die auch keinen Cooldown. Deshalb hatte ich auch gerade die Ulti einfach nochmal ab, als Stundenglas ausgelaufen war. So, jetzt wäre hier nochmal ein Item schön für ein bisschen Magieresistenz. Habe ich zwar hier schon drin, in Banshee's Vale, aber hier könnte ich mir noch eine Portion gönnen. Erstmal Homeguard Boots. So, ich will ja schnell wieder im Geschehen sein. Ah, ich könnte mir eine Pickaxe leisten. Auch Trinity Force ist ziemlich geil auf Darius, weil ihr nicht nur durch die Blutung, sondern dann auch durch Fade schneller werdet. Ihr habt zusätzlich den Proc von Sheen. Ein bisschen mehr Attack Speed, kriegt also auch schneller eure Blutung. Das ist eigentlich ein geiles Item. Problem ist nur, ich kann mir davon gerade nichts leisten. Deshalb wird jetzt erstmal More of Marmorius gebaut. Ja! Ja! Wir haben Baron! Wir haben Baron! Oh ja! Ach, wie schön! Ach, wie schön die Sejuani ihren Schaden macht! Hopp! Und da bin ich wieder dabei! So, 39 zu 26. Ich habe so das Gefühl, dass wir das gewinnen. Hopp, hopp und boom! Dieser Darius! Dieser Darius! Ey, dieser Champion. Yes! Dieser Darius! Meine Ulti konnte ich echt noch einsetzen. Waren die 20 Sekunden noch nicht um? GG, Dead Gnarbild. Was hat... Ah, jetzt habe ich sie mehr gesehen. Die Gegner haben Surrender, hat keine Chance gegen diesen noxischen Feldherrn. Also gegen Gnar, er ist nicht schlecht. Man muss aber auch alles richtig runterspielen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.